Und damit herzlich willkommen zurück zu Orcs Must Die 3 im DLC-Kampagne mit Kevin. Guten Tag. Drastische Schritte, kanonenfeste Kriegsszenario. Oh Lord. Max, andere Kriegsmagier sahen eine viel größere Armee, die unterwegs zu dem Riss in dieser Festung ist. Oh wow, das klingt fast nach echter Besorgnis. Meine Sorgen werden immer dem Orden und dem Schutz der jungen Lehrlinge gelten. Ich sagte doch, fast. Es kommen erstmal nur Flugviecher. Also die Mission erinnert mich echt stark an eine Orcs Must Die 2 Folge. Ja, Miss Kap. Oh ja. Also der Aufbau so ähnlich. Mission. Genau. Und erstmal kommen sie nur aus der Mitte. Nur erstmal nur Flugeinheiten. Aber hier kann man eh nichts platzieren von denen. Weil das alles noch im Gebiet zählt. Was echt unvorteilhaft ist. Erst hier. Ne? Ja. Hier könnte man welche platzieren. Sie war 2, okay. Ah. Er platziert erstmal nur Bogenschützen, alles klar. Exakt. War doch so eine Balliste hin. Oder? Ne, die kannst du nicht platzieren, ne? Und hier, und da, und hier. Na? Gefällt die Lasershow? Ich hab die Balliste weggemacht. Ja, zu spät, ja. Vorsicht, Fluggegner! Mal schauen, die es schaffen. Ja. Ich will jetzt mal nicht mit angreifen. Ich will mal gucken, wie weit die kommen. Ah, es kommen geile Fledermäuse. Oh. Der Bogenschütze schießt zumindest gut ab. Und werden attackiert. Die Bogenschützen reichen. Ja, ich mach da aber trotzdem noch mehr hin wahrscheinlich. Ups, wollte ich Restklick machen. Explosieren zu von denen sieht schon cool aus. Komm nicht mal zu Laser. Hallo, könnt ihr mal mehr spawnen gleichzeitig? Laserdinger nicht umsonst dahin gepflanzt. Doch, hast du. Du könntest den Bogenschutz auch weiter nach hinten platzieren. Wie viel HP haben die denn bitte? Bei der einen schießt der Lebensbalken einfach über. Hä? Ja. Ja. Nö. Nö, die sind alle verletzt gerade. Na jetzt. Ja, jetzt mit der Zeit sterben seitdem. Ja, zack. Ja. Wünsche ich könnte die Ballistas an die Seite klatschen. Ja. Jetzt sollten wir mithelfen. Ja, was ist das? Leeren Fledermäuse, Alter. Gut, dann werden es doch Ballistas. Jetzt kommen sie von der Seite, okay. Gibt's hier irgendwie... Die können nur von hier aus angreifen. Die kommen nur hier durch, ne? Das heißt, deine Bogenschütze am besten irgendwie hier hinten platzieren, dann wäre das am effektivsten. Und die kommen alle durch diesen Gang hier, schlussendlich. Und nirgendwo anders hin. Oh Gott, es kommen auch Flugeinheiten von draußen. Er wird schon schief gehen. Wer ist dein großer Junge? Yay. Aber wenn die alle noch nicht durchkommen, heißt das, ich kann hier. Ah. Ab hier. Wie das aussieht, das sieht voll geil aus. Ach, wow. Holy shit. Sieht richtig geil aus.
Wiederholen, wiederholen. Es muss halt alles rein, das ist cool. Fluggegner in der Luft! Dass man die Brücken nicht einfach hochjagen könnte oder so. Treffen die Fluggegner? Ja, die holen die Viecher auch runter. Wer ist jetzt aber nicht? Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Kann das Ding hier durchschießen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat nicht durchgeschossen. Doch, hat's. Wir haben Schaden genommen. Tatsächlich. Ja, die nehmen Schaden. Lol. Voll mies. Jetzt müssen wir trotzdem das. Würde ich ja gerne, aber. Du habt sie noch mehr von denen? Die Magie fließt. Ich frag mich, ob der Ritter hier einfach durchlaufen kann. Probier's aus. Das geht halt. Ja, wenn ich genug hätte. Jetzt kommst du von der anderen Seite, ne? Ja, und von Flug. Das heißt, du müsstest da jetzt mal deine... Ich kann... Nee, ich kann die ja nicht hier hinsetzen. Was? Kann die nicht innen drin hinsetzen. Nee, bitte. du musst hochgehen. Da, wo ich meine hin platziert hab. So, Bogenschützen soll ich platzieren? Ja. Die Massenbogenschützen, so wie ich es gemacht hab. Wo komme ich denn hier hoch, Alter? Ja, jetzt rechts hier, da. Oh yeah, Allzeit bereit. Und auf der anderen Seite. Ja, kann ich nur eine hinsetzen. Ja, muss er den Geld sparen jetzt. Da kommen weitere. Ja, von der Mitte kommen sie jetzt auch wieder. Die jetzt schon. Ja, aber warum da haben die, wir. Weil die jetzt schon schießen, obwohl die Gegner noch nicht mehr angreifbar sind. Ja. Fluggegner im Anflug! Fluggegner im Anflug! No shit, Sherlock. Im Anflug? Oh Gott, die sind voll immun jetzt. Das sind keine normalen Gegner. Bringt meine Feuerdinger gar nichts. Hier durch. Kevin? Ja? Bräuchten hier unten deine Hilfe? Ja, ich guck gerade, hab gerade nachguckt, ob das hier mit den Flugviechern passt. Keine Chance, Mann. Super. Weil meine Feuerdinger bringen ja nichts bei den Feuerteufeln. Ja. Ich kann die leider nicht auf Arkan machen, was ultra geil wäre, wenn die so lila Flammen auf einmal spucken würden. Oh mein Gott, ich hab noch ein Leben oder so. Ich brauche mehr Mana. Tschüss. Ey, deine Ballisten haben gerade alle auf einmal auf einen Gegner geschossen. Brrrr. Natürlich. Hat sich echt cool angehört. Hä? Wo ist denn der? Achso, Luffy. Umgelatscht. Lol. Packe ich hier noch einmal Bogenschützen hin. Ich liebe es, wenn die Orks blind in sie hineinlaufen. Oder... Yep. Dahin. Dahin. Ich kann durch den Gang, oder können die auch oben raus? Die können auch oben rauskommen. Ja, wie denn?
Wie wollen Sie das? Ja, der eine ist gerade hochgelaufen hier. Ja, ist wahrscheinlich einmal aus. Mach mal die Treppen hier hinten dicht am besten oder so. Oder eigentlich. Die laufen die so. Oh, keine Ahnung, wie der da hochgegangen ist. Die laufen wahrscheinlich hier bei den Ausgängen hier in die Nebendinger. Müsst du mal zumachen. Was für Nebendinger? Ja, hier rein. Warte, du bist. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Jetzt hier quasi links. Ja, die laufen links lang, oder? Mal gucken. Nö, bis jetzt. Darf sie nicht anlocken. Tatsächlich. What the fuck? Müssen auf beiden Seiten zuhören, sonst kommen die von oben. Ja. Jetzt gleich. Hup. Dann sage ich einfach draußen die Bogenschützen machen lassen und den Rest von innen verteidigen. Ja. Dann müsstest du nur noch einmal Bogenschützen platzieren. Jetzt willst du es zweimal. Habe ich schon. Nein. Muss die andere Seite noch verkaufen, damit ich das Geld habe, damit ich die Barrikaden platzieren kann. Ja, die Schwefel fallen und so vor den Toren müssten auch weg dann. Ist mir ein Vergnügen. Ich hab die Schussballer. Ah. Kleine Kackviecher, ey. Du, haben Sie noch mehr von denen? Nein, kommt ihr nicht vorbei. Laufen die da immer rechts, links, hin und her, Alter. Werden aber vor den Dingen da oben abgeschossen. Ja, Gott sei Dank. Eins, zwei, eins, zwei. Da. Müssten überall Bogenschützen sein, oder? Jetzt musst du. Jetzt musst du mal platzieren. Ich nehme die Fallen hier hinten, deine Barrikaden hier hinten kurz weg. Ja, so, dass ich hier vorne platzieren kann, ja. Ja, damit die jetzt gar nicht hochlaufen. Weil wenn sie da hochlaufen, können sie auch einfach an... Ne? So, ja. Kommen die auch einfach an... Die Bogenschützen ran, ist das Problem. Sie ist einfach so hübsch. Perfekt. Oh, wie mies wolltest du das machen? Ja, hast du den Bogenschutz platziert? Auf der anderen Seite wieder? Die, hä? Wo? Hier, ich hab, hatte hier einmal Bogenschützen. Ich wusste jetzt nicht, welche Gruppe davon meine waren, deswegen. Da, wo ich bin. Andere Seite. Hier sind Bogenschützen. Hier sind keine. Ja, ne, dafür habe ich nichts. Na, ist nicht so schlimm. Warum sind die da komplett weg? Er hat doch gesagt, eine davon gehörte mir und ich musste sie aber wegmachen. Sonst hätte ich kein Geld gehabt. Ich verteidige die eine Seite, tut die andere Seite. 50-50. Versteh doch. Verstehen Sie mich doch bitte, danke. Das ist doch einfach da, ey. Nee. Das ist teuer. Legen wir los, wie Deodorant. Alles klar. Ah, das kriegen die Fallen jetzt, glaube ich, echt alleine hin. Sollten sie. Vorsicht, Fluggegner! Ja, trotzdem kann man ein bisschen mitschießen. Ich schieß mit, wenn sie hier drin sind. Trink erstmal eine Zeit, was ist in Ordnung? Zeit effizient nutzen.
Lass sie mal kommen. Ich will wissen, ob die immer noch abbiegen. Die biegen immer noch ab. Aber jetzt ja, ist sie frei. Die werden sie wahrscheinlich von ganz vorne kommen. Okay, dann trinke ich auch was in der Zeit. Von links ist es voll laut hier drin. Fluggegner in der Luft! Jäger. Dab. Ja, schön. Oh mein Gott. Was denn? Geh mal auf irgendeine Falle von dir. Ja. Und drück mal rechte Maus. Ja, und jetzt? Auf eine Falle. Hab ich doch. Nicht auf die Waffe. Hä? Achso, dann wechselst du zur Waffe. Ja. Ich dachte, die sollten auf irgendeine Waffe, irgendeine Falle von mir gucken. Nein! Ist ja genauso, als würdest du Tab drücken. So erheitern wie eh und je. Ah, lol. Nur, ich vergesse das immer wieder. Weil ich drück dann noch lieber die 1 irgendwie. Wieso ist der in der Wand drin? Der war in der Wand drin. What the fuck? Wie? Oder hingesteuert wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die Bogenschützen schießen teilweise hier rein. Ja. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Aber vielleicht solltest du dir auch mit der Zeit mal Barrikaden zulegen. Gutes Training. Weil wenn ich die ganze Zeit platziere, das ist echt irgendwie, keine Ahnung. Sie greifen die Barrikade an. So, dann drück mal gleich G. Wie ging der Spruch nochmal? Da kommen weitere Feinde! Perfekt zum Töten angeordnet. Jetzt kommt es erstmal von rechts massig. Dieser blaue Laser, der da einfach durchzieht, ey. Oh ja. Vorsicht! Ich finde schön, dass auch die Deckenlaser dem keine Reichweitenbegrenzung haben. Ach, das wär's. Warum kann man die Deckenlaser nicht so funktionieren, dass sie auch an der Wand sind? Einfach hier so. Ja, das wäre so geil. Ah, das wäre so krass. Und am Boden einfach komplett zerlasern. What the fuck? Einfach von überall. Laser, wir haben sie, du willst sie. Nicht. Ah, wait, die sind ja immer noch auf Region. Achso, ist doch in Ordnung. Fluggegner in der Luft! Fluggegner in der Luft! Echt, ich hatte die Wände am Boden. Für den sie greifen die Barrikade an. Ja, da greifen sie davon an die Barrikade an, ist mir auch egal. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur hier rumstehen und nichts machen. Ja. Auch die, ja, die Laser sind auch gegen Lufteinheiten echt gut. Die werden auch komplett zerstört von denen. Wenn sie genau durchfliegen, wenn nicht, dann... Ja, der Knolljäger. Huch, kommt der denn her? Der rennt einfach über die Barrikaden, ey. Oh mein Gott, noch sowas hier machen. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Oh, okay, Chromatiker. Das ist ein, ja, Flug? Das ist... Flugboss. Ja, moin. Wo ist der denn jetzt? Ja, hinten. Ah, ich sehe ihn. Ja, ja, jetzt sehe ich auch. So, noch zwei Armbrüste. Der wird jetzt von links zermalmt, von rechts verbrannt, von unten verschwefelt. Oder noch ein bisschen. Oh Gott. Nicht heute. Ja. Alter, die Pfeile, die haben perfekt auf den drauf gepasst. Ja, Alter. Alter, ist der weggegangen. Der ist zerfickt worden. Ah, oh, ich hab den Stream nicht auf Scheiß vergessen. Oh. Ich wollte das jetzt klippen. Kannst du immer noch machen, glaube ich. Nee, ich bin viel zu spät. Eine Minute. Ja. Hab ich nur Zeit, bis der Stream offen ist, ist vorbei. Ah. Ja. Das müssten sie dann einmal machen. Pff.
Ich versuch's. Muss ja hier nichts machen. Ja, aber ich kann nicht raustappen. Oh. Das ist mein Problem. Wieso kannst du nicht raus? Achso. Weil das Spiel dann nicht mehr Fokus ist. Aber das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Bis dahin. Cheerio. Tschüss.